So, hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute zeige ich euch das Spiel Solomon's Keep auf dem Userwunsch von The Thirsty 100. Werde ich mal das Spiel präsentieren. Das Spiel bekommt man für 79 Cent im App Store zu kaufen oder als Lite-Version. Das Game ist 7,9 MB groß und ist eine Art Rollenspiel, also ist eigentlich ziemlich cool. Ich kannte das Spiel noch gar nicht und so. Hier hat man drei Slots. Man kann also dreimal von neu anfangen gerade. Man kann auch einen Hardcore-Modus machen, wie man hier sieht. Ich habe schon einmal gespielt auf Level, also ich bin bis Level 14 gekommen, aber dann bin ich irgendwie an einer Stelle so ein Bug, also wahrscheinlich ein Bug oder so. Ich komme da gar nicht mehr weg von. Dann habe ich schon mal von neu angefangen. Ich zeig's mal von Anfang an. Hier sieht man jetzt links die Steuerung. Hier steuert man den Magier. Rechts kann man hinziehen, wo man schießen möchte. Rechts oben sieht man die Skills, die Attacken, Mana-Punkte, die man braucht, um magische Attacken ausführen zu können. Sprich, ich habe 100 Mana-Punkte und eine Attacke kostet 50 Mana-Punkte. Und wenn mir 50 Mana abgezogen, wenn ich nochmal die Attacke einsetze, habe ich keine Mana mehr, muss ich kurz warten, bis es wieder auflädt. In der Mitte sieht man Experience, also meine Experience Points. Wenn der Balken hochgeht, ganz voll ist, dann heißt das, dass ich ein Level aufsteigen werde. Dann Live, ist klar. Charakterinfo, Option und Overhead Map. Also das werde ich jetzt noch zeigen. So, zuerst sind wir draußen, da sind Leute. Gehen wir erstmal zu denen hin. Ja. Muss man nicht wirklich beachten, bis auf den einen. Mit dem kann man verhandeln, Sachen kaufen und verkaufen. Hier kann man sonst nichts mehr Großartiges machen. Gehen wir hoch. Und jetzt kann man sich aussuchen, ob man einen Magic Missile haben möchte. Einen Fireball oder Lightning. Ich habe mir meinen Blitz genommen, weil der meiner Meinung nach am besten ist. So, das wäre ein Turm, dann gehen wir hin. Rein. Also so wie ich das Spiel verstanden habe, ich habe es noch nicht ganz durch, betritt man jetzt hier das alles, nennt man Floor. Also jetzt nicht nur diesen Raum hier, sondern komplett alles. Es gibt immer mehrere Räume, die man mit Wegen, also mit hier so Kurzwegen schalten kann. Da kommt ein Gegner und hier sieht man jetzt, man kann sich die Richtung aussuchen, wo man hinziehen möchte und da schießt er auch hin. Beim Blitz finde ich halt gut. Wenn man hingeht, muss man schießen und er zielt schon teilweise von alleine. Mit dem Feuerball müsste ich jetzt von alleine immer zielen, das wäre mir ein bisschen doof. Die lassen manchmal blaue Kugel oder rote Kugeln fallen. Die blauen Kugeln geben mir Mana und die roten Kugeln geben mir Leben. Hier sind auch Schatzkisten. Ab und zu sind in Räumen Schatzkisten. Die muss man dann gerade berühren und dann bekommt man Gold. So. Das ist jetzt zum Beispiel ein Raum. Ich mache mal diese Karte hier an, dann sehe ich auch, wo ich bin. Das stört auch gar nicht. Wir müssen praktisch in einem Raum die andere Tür finden, die uns weiterführt zum Endgegner. So. Natürlich werden die Gegner auch Floor zu Floor, sage ich mal, stärker. Also jetzt nicht hier Raum zu Raum, sondern Floor ist halt, wie gesagt, das komplette Stage 1, sage ich jetzt mal, ist es. Später wird man auch, wenn man in so einen Raum betritt, das, also kann es passieren, dass man dann eingesperrt wird, bis man alle Gegner getötet hat. Also, wenn man nicht stark genug ist, hat man verloren. So, und gleich werde ich auch ein Level aufsteigen. Da kann man natürlich seine Skills verbessern. Level up. So. Jetzt kann ich, Shining machen, das bedeutet, mit meinem Blitz kann ich jetzt mehrere
Viecher auf einmal platt machen. Das heißt jetzt, wenn ich das hier nehme, dann darf ich, dann kann ich zwei auf einmal angreifen. Magic Missile. Damit kann ich die Attacke stärken, aber beziehungsweise muss ich erstmal kaufen und danach kann ich sie nachher stärken. Aber das möchte ich noch nicht. Oder ich kann 10% schneller rennen. Aber ich möchte lieber die hier haben. Geld sammeln ist eigentlich auch relativ wichtig, denn damit kann man sich dann später Items kaufen. Hier sieht man das jetzt, zwei auf einmal. Aber halt, wenn sie schon relativ nah zusammen sind. Ich mache es meistens so, da ja die in diesem Floor, also Stage, alle auf dem gleichen Niveau von mir sind, gehe ich meistens in jedem Raum und versuche sie zu töten, damit ich halt schön hochleveln kann. Aber euch, ich suche mal jetzt einfach nach dem nächsten Tor. Genau, hier sehen wir es dann. Dann kann ich jetzt einfach hochgehen. Und wieder ein Level aufgeschrieben. Jetzt nehmen wir mal Teleport. Damit kann ich mich in einem anderen Raum beamen, wenn ich hier zu viele Gegner habe, wo ich nicht zurecht mitkomme. Kann ich euch auch mal schnell zeigen. Die Gegner, wie gesagt, werden auf jeden Fall stärker. So, ich zeige schon mal, jetzt bin ich in dem Raum. Jetzt bin ich hier. Allerdings komme ich nur in die Räume, wo ich schon mal war. Also die auf der Karte auch angezeigt werden. Und ab und zu gibt es schon so kleine Bossgegner. Oh, jetzt ist hier vorne, jetzt bin ich tot. Das ist halt doof. Na, so geht das Spiel die ganze Zeit. Man muss dann die Stages betreten, wenn es geht, jeden Raum durchforsten und alle platt machen. Und ja, ich zeige euch noch hier gerade. Hier sehen wir dann, was ich alles habe. Hier habe ich Leben, also Tränke, Mana, Portion, sage ich jetzt mal, Magic Key und hier, wie viel Geld ich habe. Hier kann ich Equipment einlegen, also mein Stab und zwei Ringe. Hier sieht man meine Skills. Hier sieht man meine Statistik, Level 3, wie viele Experience Points ich habe, 1600. 2600 brauche ich, um aufzusteigen. Wie viel Leben ich habe, 50 von 50 und so weiter. Und wie stark meine Skills sind. Und Magic Key ist was relativ Gutes. Da kommt eine Tür. Die öffnet sich. Man geht rein. Und dann kann man sich, dann landet man mal wieder hier, wo man am Anfang war. Dann kann man sich bei dem Typ Sachen kaufen, wenn man genug Geld hat, oder Sachen verkaufen. Was ziemlich praktisch wäre, halt immer viel Tränke zu kaufen und Mana. Portion, Tränke. Ich muss sagen, das Spiel macht eigentlich echt Spaß. Mit meinem jetzigen Charakter bin ich im Moment auf Level 17, genau. Man kann natürlich auch auf Facebook posten. Man kann natürlich Sound ausmachen, das übliche. Level 17, also bin ich schon viermal gestorben. Und hier sind jetzt zum Beispiel. Hier sieht man jetzt viel stärkere Gegner. Out of Mana, das ist so bei mir das Problem. Ich muss, wenn ich auf mein Level, also wenn ich ein Level aufsteige, muss ich gucken, dass ich mehr Mana bekomme. Wenn mein Mana dauernd leer geht und es ist schlecht. Ah, hier haben wir schon die nächste Tür, aber ich werde natürlich erstmal alle Floors durchforsten, damit ich schön Level aufsteigen kann. Was bin ich denn jetzt aufgestiegen? Ich nehme Mana ab. Es passiert dann auch manchmal, dass aus den Kisten Gegner kommen. So, das war's dann. Daumen hoch, abonnieren und viel Spaß mit meinen anderen Videos. Dankeschön. Tschö.